Wir kommen ja nun langsam zum Ende der Apostelgeschichte und diejenigen, die mehr oder weniger regelmäßig daran teilgenommen haben, kennen ja nun diese Werdegänge nach den drei Missionsreisen des Apostel Paulus, die er sonderlich über Kleinasien, die Türkei, nach Europa, Griechenland führten und wieder zurück in die Heimat nach Jerusalem. Und nun nach diesen drei Missionsreisen sollte noch die letzte Reise anstehen nach Rom. Nach Rom, wo Jesus Christus gesagt hat, dort muss auch das Evangelium verkündigt werden. Und Paulus berief sich ja in der Gefangenschaft in Caesarea auf den Kaiser, weil er auch römische Staatsangehörigkeit hatte und nun dahin mit dem Schiff gefahren wurde mit anderen Gefangenen. Und wir haben gelesen, dass diese Schifffahrt ja sehr leidlich vonstatten ging, wiewohl der Apostel Paulus durch die Führung im Heiligen Geist einige Ansagen machte, wie man sich verhalten sollte, glaubte man mehr seinem Verstand, dem Verstand des Steuermannes oder dem Besitzer des Schiffes und dem Hauptmann der römischen Abordnung. Und nun kam es ja zu einem Schiffbruch. Das Schiff musste in den Wellen kaputt gehen, aber die Verheißung lautete, alle 276 Leute auf dem Schiff sollten gerettet werden. Und so ist man auf der Insel Malta angekommen und gestrandet. Und ich lese uns heute die Verse 1 bis 6 aus dem 28. Kapitel, Wegbereitung zur Evangelisation. Denn dort auf der Insel sollte auch das Evangelium verkündigt werden und bis zum heutigen Tage wird es dort verkündet. Und da wir gereist waren, erfuhren wir, dass die Insel gerettet waren, dass die Insel Melite oder Malta, ja, sind beide Namen richtig, hieß. Die Leutlein aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf, um des Regens willen, der über uns gekommen war, und um der Kälte willen. Da aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und legte sie aufs Feuer, kam eine Otter von der Hitze hervor und fuhr Paulus an seine Hand. Da aber die Leutlein sahen das Tier an seine Hand hangen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, welchen die Rache nicht leben lässt, ob er gleich dem Meer entgangen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Übles. Sie aber warteten, wenn er anschwellen würde oder tot niederfallen. Da sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungeheures widerfuhr, wurden sie anderes Sinnes und sprachen, er wäre ein Gott. Ja, so können die Menschen ja auch ihre Meinung ändern aufgrund einer äußeren Erfahrung. Und diese äußere Erfahrung ist manchmal sehr wichtig, auch im persönlichen Leben, dass wir merken, Gott hilft uns. Dass wir das nicht nur lesen, sondern verspüren, dass wir Gebetserhörung haben, das ist wichtig. Und dann ändert sich auch unser Leben. Es gewinnt an Vertrauen, an Zuversicht. Es gewinnt einfach an Freudigkeit, wenn wir diese äußere Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen und wir sollen diese Erfahrung auch anderen wünschen. Die Erfahrung mit uns als Christen. Denn die Menschen schauen ja auf die Christen. Wie leben sie? Was tun sie? Wie reden sie? Und wenn sie da etwas Gutes erkennen, machen eine gute Erfahrung mit denen, die da sagen, dass sie Christen sind, dann kriegen sie ein offenes Herz und wollen mehr hören. So wie es bei den Missionsreisen immer wieder zustande kam, als der Apostel Paulus von einer Stadt zur anderen ging und etliche ihm zufielen und sie sagten, wir wollen noch mehr hören davon. Und dann versammelten sie sich wieder am nächsten Wochenende und manchmal in einer kleinen Stadt kam die ganze Stadt zusammen. Sie wollten mehr hören, weil sie Gutes erlebt haben. Hier nun auf Malta sollte auch der Name Jesu bekannt werden.
der dort unter den Menschen überhaupt noch nicht bekannt gewesen war. Dass das Schiff dort strandete, hatte also auch einen Evangelisationsauftrag in sich. Manchmal muss so etwas passieren. Das Schiff geht kaputt, damit andere Leute das Evangelium hören. Und genau so bahnte sich das auch an. Zunächst mal über Malta, diese Insel 100 Kilometer südlich von Sizilien gelegen. Da landeten also diese Schiffbrüchigen auf dieser Insel. Alle 276, wie der Herr es dem Apostel gesagt hat, wurden gerettet. Sie kamen zu einem zunächst neuen äußeren Leben, sollten aber auch zu einem geistlich neuen Leben kommen. Denn wir sagten uns ja, die Zahl 276 heißt ja die Schwangerschaft, die dann nach dem jüdischen Kalender neun Monaten und sechs Tagen zu Ende ist und neues Leben hervorbringt. Und so sollte auch neues geistliches Leben hervorgebracht werden. Alle wurden gerettet. Alle wurden dem Meer entrissen, das eigentlich die Menschen in den Abgrund ziehen wollte. Der Siegeszug des Evangeliums nahm also von Neuem seinen Lauf. Der Apostel Paulus durfte ein vollmächtiger Zeuge der großen, großen Gnade Gottes sein. Gott, und so sagen wir uns ja auch immer wieder mit Recht, der eigentlich uns Menschen verurteilen könnte. Denn nicht einer hat was Gutes getan, was Gott akzeptiert. Nicht eine einzige Tat, sagt die Bibel. Alles ist vor Gott negativ gewesen. Alles ist vor Gott unvollkommen gewesen, was wir getan haben. Da ist nicht einer, sagt die Bibel, der Gutes tut. Nicht ein einziger. Also, Gott könnte sagen, da ist ja keiner gut, die lasse ich mal alle fallen und ich werde mir was ganz anderes und Neues schaffen. Gott hätte das tun können, aber er ist Liebe und er ist barmherzig und sandte sich in Jesus Christus auf diese Erde, um den Lösungspreis zu zahlen, damit wir Menschen ja wieder frei sind von der Macht der Hölle. Es ist ja auch ein Geheimnis, dass der Satan, der Widersacher Gottes, nur darauf gewartet hat, diese Seelen unter seinen Machtbereich zu bekommen. Und dadurch, dass die Menschen abgefallen waren von Gott, hatte er leichtes Spiel. Jetzt gehören sie mir, jetzt manipuliere ich sie. Deswegen geht in unserer Welt alles so drunter und drüber. Und auch auf dem Hinweg sprach ich mit meiner Frau darüber, ob es denn nicht mal eine Regierung gäbe, die alles mal zum Guten machen kann. Das kann es nicht geben. Das könnte nur eine Regierung sein, die vom Geist Gottes geleitet ist. Aber da die meisten Menschen gar nicht von Gott geleitet sein wollen, sind sie verpflichtet, das Falsche zu tun. Sie werden manipuliert vom Geist dieser Welt. Und die Schrift sagt, es ist ja der Geist des Widersachers, des Satans, der sein Reich aufrichten will. Gott also hat sich über uns erbarmt und hat uns gelöst in Jesus Christus von der Macht der Sünde und des Todes. Wir brauchen nicht mehr, und die Bibel nennt das so, Frucht für den Tod bewirken. Das heißt nicht mehr der Sünde leben. Wer der Sünde lebt, bringt Frucht für die Verdammnis, Frucht für den Tod. Und durch Jesus Christus sind wir da frei geworden. Und zwar nicht nur für die Zeit, solange wir auf der Erde leben, sondern bis hinein in die ewige Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Darum sind ja Kinder Gottes, und das sage ich so in dem Vorspann, und deswegen sollte das in Malta auch bekannt werden, Kinder Gottes getrost, sie sind gesichert, sie haben ein Zuhause in Ewigkeit. Sie fürchten sich nicht mehr vor dem Tod. Sie haben einen lieben und barmherzigen Gott, der sie erlöst hat in Jesus Christus. Und das ist ja nicht nur ein frommes Wortespiel. Das wissen die Christen im Herzen. Sonst, wenn es nur ein frommes Wortespiel wäre, würde es nicht ausreichen. Denn in dem Moment, wo es dann an das Sterben geht, würde man ganz unruhig werden. Ein Wortespiel reicht nicht aus. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, die uns erfüllt hat, bestätigt das.
Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott sucht immer das Schwache. Das können wir auch aus diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, lernen. Auf der Insel Malta nahmen sich die Einheimischen der Schiffbrüchigen an. Diese Einheimischen wurden eigentlich genannt, die Barbaroi. Also wo hier das Wort zweimal die Leutlein steht, steht eigentlich Barbaroi. Das ist ein Anklang an Barbaren. Diese waren weder Römer noch Griechen und galten eigentlich als ungebildete, einfache Menschen. Diese zeigten nicht die erstbeste Gastfreundschaft, sondern eine ganz besondere. Diese einfachen Menschen eine ganz besondere Gastfreundschaft. Sie kümmerten sich um die Schiffbrüchigen, zündeten ein Feuer für sie an, nahmen sie in ihre Quartiere und speisten sie. Sie waren nicht gebildet, aber sie hatten eine besondere Beziehung zu Menschen, die in Not waren. Und besonders unter den Einfältigen sucht der Herr seine Nachfolger. Genau da, auf Malta, suchte er unter den einfachen Menschen eine Gruppe, die an ihn glaubte. Wir werden das auch in der nächsten Bibelstunde noch weiter betrachten. Hier kommt ja auch das Wort aus dem Psalm 34 zum Tragen, wo es in Vers 19 heißt, du, Herr, bist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind. Da bist du ganz nahe und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Da bist du ganz nahe. Das heißt, die nicht im Stolz oder Hochmut oder in Wissensstolz einhergehen. Die da sagen, wir brauchen keinen Gott, das machen wir alles allein. So wie als meine Frau schwanger war, wir haben ja zwei Söhne und sie war da ja auch ein bisschen unbedarft und hat sich da gar nicht in die Regeluntersuchung begeben, da wusste sie wahrscheinlich gar nicht, dass das alles so nötig ist, nicht? Und sie hat dann auch keinen Mutterpass für das Kind und dann sagte die Ärztin, dann können sie überhaupt nicht ins Krankenhaus. Dann sagt sie, es wird aber trotzdem geboren, das Kind. Ja, auch ohne Mutterpass, nicht? Also sie war die Ärztin, die tanzte da rum, war ganz aufgeregt, ja. Aber dann nachher auch in der Klinik, sagte der Arzt, der da untersucht hat, und meine Frau sagt immer, ja, Gott hilft mir da und das wird auch weitergehen. Und dann sagt er, naja, aber wir Ärzte, wir helfen Gott ein wenig, nicht? Wir sind ja dabei. Wir machen das. Also er wollte nicht hören, dass Gott über allem steht, sondern er, der Arzt, ist ja klug, er weiß das, nicht? Er hat immer das letzte Wort, sagte er. Und für die ist natürlich die Hilfe Gottes sehr fern und nicht nah. So lesen wir zum Beispiel in Psalm 116, Vers 6 und auch noch in 119 mal so zwei wichtige Verse. Einmal heißt es dann 116, Vers 6, der Herr behütet die Einfältigen. Ist ja wunderbar. Wenn ich unterliege, dann hilft er mir. Er behütet die Einfältigen. Oder in Psalm 119, Vers 130, da lesen wir Folgendes. Wenn dein Wort offenbar wird, also bekannt wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen, wenn es offenbar wird. Und hier auf Malta sollte es offenbar werden, damit die Einfältigen, die Barbaroi, klug werden für das echte Leben, ja? Diese Barbaroi, die sich nicht zu fein waren, den durchnässten Schiffsbrüchigen Kleidung zu geben, Speise und Herberge, obwohl sie selbst im Abseits der Zivilisation lebten und nicht im Wohlstand. Sie wurden in den Briefen des Paulus auch genannt die Ungriechen. Die Ungriechen. Ja, sie werden dort als solche erwähnt. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 14, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Barbaroi.
oder in Kolosser 3, Vers 11, in Jesus Christus gibt es keine Unterschiede mehr. Da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener oder Ungrieche, Barbaroi, sind alle gleich. Da werden die mit erwähnt. Ja, dieses ganz Einfache, die sind weder Jude, noch sind sie Griechen, noch sind sie Römer, sind Barbaroi, aber Gott liebt sie, weil sie einfältig sind und einfach sind. Besonders die von der Welt als gering in Bildung und Stand geachteten Menschen sind oft die eifrigsten und gesegnetsten, wenn sie Jesus Christus erkennen und aufnehmen. Jakobus zum Beispiel schreibt Folgendes darüber. In Jakobus 2, 1 bis 5 lesen wir mal. Er mahnt ja die Gläubigen und auch die Außenstehenden, dass sie darauf achten, zu wem sich Gott eigentlich herniederneigt und wem er helfen kann. Kapitel 2, Abvers 1 bis 5. Liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesum Christum, unseren Herrn der Herrlichkeit, Ansehen der Person leide. Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem goldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr säht auf den, der das herrliche Kleid trägt, und sprecht zu ihm, setze dich her aufs Beste, und sprecht zu dem Armen, stehe du dort, und setze dich her zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach argen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen auf dieser Welt, die am Glauben reich sind und Erben des Reichs, welches er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Also auch hier wieder eine Stelle, die offenbar macht, es sind eigentlich die Einfältigen, die Armen, die Schwachen, die zur Gemeinde Jesu gerufen werden, weil die anderen alles selber machen wollen und können, meinen sie. Darum, wir können auch hin und her schauen in die Gemeinden dieser Welt, wo auch überall. Es sind oft die Armen, die Schwachen. Reich Gottes, so sagen wir mit Recht, wird nicht durch die Gelder der Reichen gebaut, sondern durch das Schärflein der Witwe. Da kommen die Spenden zusammen und da können wir Gott dienen. Ja? Die da einfach sich hingeben und all das, was sie haben. Oder wenn der Apostel Paulus im Brief an die Korinther auch schrieb, hat er dasselbe hervorgehoben. In 1. Korinther 1, Vers 26 bis 29 lese ich mal. Da sagt er, seht doch an, liebe Brüder, eure Berufung. Schaut mal unter euch nach. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühme. Also hier wird auch wieder deutlich gemacht, dass ja wer zu Gott kommen will, muss den lebendigen Gott über allem achten. Er darf nicht sagen, ich will mal mitreden hier, ich will mal mit Gott reden, nicht wie er zu handeln hat. Die kommen nie in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sondern nur die, die sagen, du bist Gott, ich bin ein Mensch, ich will mich nur unter deine Fittiche begeben. Mache du mit mir, was du willst. Das musste im Übrigen ja der Apostel Paulus auch erst lernen. Er war vorher auch ein gottgläubiger Mensch, nicht? Er kannte die Gebote, Mose und die Propheten, aber er hat immer selber entschieden, was gut ist. Und dabei hat er alles schlecht gemacht. Und erst als er vor Damaskus Jesus begegnete, sagte er, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich will es nicht mehr entscheiden. Nicht? Und er war dann auch körperlich sehr angefochten und hat das ja dann im 2. Korintherbrief auch geschrieben. Ja, der Satansengel schlägt mich mit Fäusten, ich bin krank, Herr, nimm das von mir. Und der Herr sagt, nein, wenn ich das wegnehme von dir, dann machst du wieder, was du willst.
das muss bei dir bleiben. Ach, dann bin ich dankbar, sagte er, beugte sich darunter, war dankbar und sagte, dann bin ich lieber schwach. Hauptsache, du bist bei mir. Ich bin schwach und du bist stark. Nur das kann Gott gebrauchen. Und hier auf Malta waren so viele einfache Menschen, einsichtige Menschen, denen das frohmachende Evangelium gesagt werden sollte. So sollen also auch wir uns zu den Schwachen und Bedürftigen, Einfältigen halten, die in der Gemeinde geführt werden sollen und ihnen dienen. Geht es dem Schwachen auch in der Gemeinde gut? Geht es ihm gut, dem, der nichts gilt in der Welt, in der Gemeinde, dann geht es auch der Gemeinde gut. Geht es ihm in unserer Mitte schlecht, befindet sich die ganze Gemeinde in einem geistlich schlechten Zustand. Das ist das geistliche Prinzip. Darum steht auch an anderer Stelle, haltet euch herunter zu den Niedrigen, nicht zu den Hohen. Von den Hohen erwartet man nämlich immer was. Von den Niedrigen kann man nichts mehr erwarten. Da darf man der Gebende sein, der Beschenkende, soweit man was hat zu beschenken. Ja? Aber das ist das Prinzip des Glaubens. Und in Malta waren Menschen, die unbedingt das Evangelium hören sollten. Noch ein Beispiel, in Matthäus 18 sagte Jesus Christus und zeigte seinen Jüngern, dass es wichtig ist, sich der Kleinen und der Schwachen anzunehmen. Vers 2 bis 5 im Kapitel 18. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr euch umkehrt und werdet wie die Kinder. Sonst werdet ihr nichts ins Himmelreich kommen. Werdet wie die Kinder. Einfach, schlicht, vertrauensvoll. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Der wird im Himmelreich groß geachtet. Und wer ein solches Kind dann aufnimmt in meinem Namen, der nimmt dann mich auf. Denn da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Die Jünger mussten das auch lernen, sich einfach unter das Wort Gottes zu beugen. Denn es fiel ihnen ja zunächst schwer, noch dazu vor Pfingsten. Petrus hatte immer gute Gedanken, aber sie waren doch nicht die Guten vor Gott. Als Jesus sagte, ich muss überantwortet werden in der Sünderhände, ach, das widerfahr dir ja nicht. Wir passen schon auf dich, dass das nicht passiert. Was sagte Jesus, weiche hinter mich, du Satan? Ja, nach außen klingt das gut, aber das ist nicht gut. Du musst das akzeptieren, was ich sage, wollte der Herr sagen. Nur dann bist du auf dem richtigen Weg. Deswegen auch in der Nachfolge Jesu sagt der Herr, wer sich nicht selbst verleugnet, der kann ja gar nicht mein Jünger sein. Der hat immer was dazu zu reden und immer wieder was besser zu wissen. Der weiß dann schon Bescheid. So wie kleine Kinder manchmal, wenn sie bockig sind, auch. Die Eltern sagen, mach mal das. Nee, das kann ich schon. Ja? So sind wir dann auch. Und dann kann man nicht helfen. Wir sollen werden wie die Kinder und uns unterordnen und einordnen. Allen soll ja geholfen werden. Das ist ja der Sinn der Evangelisation auch hier auf Malta. Um die Missionsarbeit auf der Insel vorzubereiten, gab der Herr ein Wunderzeichen. Die Leute sollten erstmal beeindruckt werden. Da ist etwas, was wir nicht haben. So, dass ihr Herz geöffnet wird für mehr. Wie überall, wo das Evangelium mit Vollmacht verkündigt werden soll, werden Wunderzeichen oder Akzente des Glaubens sichtbar. Wenn wir in Markus 16, Vers 20, also am Ende des Markus-Evangeliums, lesen, was der Herr sagt, was passiert, wo das Evangelium verkündigt wird, verstehen wir das vielleicht. Sie gingen aus, die Jünger also, die Apostel, und predigten an allen Orten und der Herr, also es wirkt ja immer der Herr, ja, wirkte mit ihnen. Und der Herr bekräftigte das Wort durch mit folgende Zeichen. Er selber tat es. Und so tat er das auch hier auf dieser Insel.
als der Apostel Paulus einige Hölzer zusammensammelte, reisig, ja, und wollte das Feuer, wo man sich wärmen konnte, dabei schüren und darauf legen, schoss plötzlich aus diesem Reisig eine Schlange heraus, aus dem Holzbündel, und biss sich in der Hand des Apostels fest. Als das die Insulaner sahen, die kannten offenbar die Schlange und wussten, es ist eine Giftschlange. Jetzt ist aus mit dem. Jetzt ist aus mit dem. Er schüttelte zwar die Schlange von seiner Hand ab ins Feuer, aber jetzt warteten sie. Was passiert denn jetzt eigentlich? Wie reagiert denn der? Und was passiert eigentlich? Der stirbt bald. Werden wir mal sehen. Der schwillt an und dann wird er tot umfallen. Doch all das passierte nicht. Und das war ein Staunen, ein Wunder. Und da achteten sie darauf, was jetzt ist. Ja, wenn der nicht stirbt, eigentlich haben wir gedacht, der ist so ein Verbrecher. Also den lässt noch nicht mal die Rache los, obwohl er vom Meer gerettet worden ist. Der wird einfach umgebracht. Aber jetzt stirbt er gar nicht. Dann ist er wahrscheinlich ein Gott. Ja, natürlich war Paulus kein Gott. Er glaubte aber an Gott. Und die Leute fingen an, auf ihn zu schauen und zuzuhören. Das kann ein Beispiel auch sein in unserem Leben, dass manche staunen, wie es bei uns zugeht. Ein kleines Zeugnis, was mir gerade einfällt, in unserem Haus, wir hatten mehrere Hauswarte und eine Hauswartin auch mal, als sie gestorben ist, wir haben sie dann beerdigt, ja, dort die Trauerfeier gehalten. Aber sie beobachtete uns immer sehr stark. Sie wusste, dass wir gläubig sind. Und als wir ein bisschen expandieren wollten, weil wir eine kleine Wohnung hatten, wir brauchten mehr Platz, war der Gedanke gekommen, auszuziehen und woanders hinzuziehen. Aber sie sagte, nein, das sollt ihr nicht. Ja, aber wir kommen mit dem Platz nicht klar. Nein, das sollt ihr nicht. Bei euch geht alles anders zu. Da dachten wir, wie kommt denn die Frau darauf? Die hat einfach nur geguckt und mitgekriegt, dass da etwas vor sich geht. Wir hatten sie dann im Haus, haben mit ihr gebetet auch, ja, und Bibel gelesen und so weiter. Und wir waren dankbar, dass sie etwas gesehen hat. Da geht bei euch etwas anders zu. Und sie kam dann eines Tages einfach und ganz schnell zu uns und sagte, da nebenan ist eine Wohnung frei. Und ob ihr die haben wollt, ja, ihr dürft da nicht ausziehen, sagt sie ja. Und siehe da, wir haben sie ja bis zum heutigen Tag, die Wohnung. Aber das hat uns sehr erfreut, weil wir auch für die Leute im Haus gebetet haben, dass sie sagt, bei euch geht das anders zu als sonst. Und dadurch war sie offen für das Evangelium. Dadurch war sie offen für das Gespräch und für das Gebet. So soll es auch in unserem Leben ja immer wieder zugehen. Wir haben das oft erlebt, Menschen, die gerade nachdem wir zum Glauben kamen, gegen uns waren, sich abgewandt haben oder eben uns maßregeln wollten, nachher bestärkt haben und sagten, nein, nein, macht mal weiter so. Weil sie einfach sahen, dass hier etwas geschieht, was nicht von uns ist, sondern von Gott sein muss, so wie sie dachten, was aber gut ist. Und so konnten wir vieles auch diesen Menschen mitteilen aus unserem Leben, was der Herr Großes getan hat. Also zuerst meinten die Malteser, dass ja Paulus hier ein besonderer Mörder sein müsse, weil ihn die Schlange gebissen hat und er trotz Rettung aus dem Meer nicht am Leben bleiben soll. Aber dann sagten sie, nein, da muss was Besonderes sein. Er ist vielleicht ein Gott, denn der stirbt gar nicht. Denn der Biss war eigentlich tödlich. Und dieses Wunder gab einen guten Einstieg zur Verkündigung des Evangeliums von der Erlösung von Sünde und Tod. Der Erlösung durch Jesus Christus. Dieser Schlangenbiss des Teufels, so können wir das sagen. Denn der Satan wird als Schlange bezeichnet in Offenbarung 12, Vers 9, nicht? Satan, die Schlange, der Teufel, ja, so steht es dort geschrieben. Das sollte den Maltesern verkündigt werden, diese Schlange hat keine Macht mehr über die,
die zum himmlischen Vater in Jesus Christus gehören, die Gott vertrauen, dieser Schlangenbiss, das Gift des Satans, hat keine Auswirkung mehr. Denn dieser Biss des Satans führt immer zum geistlichen Tod. Wer sich aber Jesus anvertraut, wird leben, auch wenn er zuvor früher gebissen worden ist und der Sünde gelebt hat. Alle, die auf Jesus blicken, der stellvertretend für unser Gift, was wir aufgenommen haben, sich opferte am Kreuz, wird frei von dem Gift und darf zum Leben durchdringen. Wir haben ja auch so ein Beispiel im Alten Testament in 4. Mose 21. Da wissen wir ja, dass immer wieder ein menschliches Murren aufkam. Wenn Gott gesegnet hat in der Wüstenwanderung, dann war man happy, dann war man froh. Ah, jetzt haben wir Happchen Pappchen, jetzt können wir Brot essen, jetzt können wir Fleisch essen, ist ja alles schön. Aber dann kam wieder eine Schwierigkeit, war so ein Engpass. Ja, warum denn das nun? Wo ist denn Gott? Und jetzt wollten wir mal gucken, wie das gelobte Land aussieht. Oh, da sind ja Riesen. Ach, das können wir überhaupt nicht einnehmen, obwohl das Gott gesagt hat, dass wir das einnehmen sollen. Können wir aber nicht. Denn wir sehen ja, die Menschen sind so groß und wir sind so klein und die fressen das ganze Land und uns auf. Ja, dann gingen sie weiter durch die Wüste und dann fingen sie auch an zu murren wieder gegen Gott und Mose. Ja, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Ja, ist ja jetzt wieder kein Brot da, auch kein Wasser. Unsere Seele ekelt vor dieser mageren Speise immer dasselbe, immer Manna, jeden Tag Manna. Also das kann man ja nicht ertragen, immer dasselbe. Und da sandte der Herr und ließ aufgrund dieses Murrens feurige Schlangen unter das Volk kommen. Die bissen das Volk, dass viele starben. Das Schlangengift tötet, ja. Und sie kamen dann aber zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte doch den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk, da sprach der Herr, mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange, richtete sie auf zum Zeichen. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Und dasselbe finden wir ja dann in Johannes 3, Vers 14 im Vergleich. So wie einst Mose diese Schlange erhöhte und im Glauben sah man dann auf Gott auch, der helfen kann, sollte Jesus Christus erhöht werden und alle, die auf ihn schauen, die werden nicht sterben, auch wenn sie von der Schlange gebissen sind, wenn sie auch von der Sünde gebissen sind. Und das ist schon das Beispiel hier auf Malta. Ja, die Schlange abgeschlackert ins Feuer hinein. Ja, da muss er ein Gott sein. Nein, Gott war auf seiner Seite. Er war kein Gott. Gott war auf seiner Seite. Nichts wird dem schaden, der auf der Seite Jesu ist. Diese Botschaft ging also erstmal mit einem Wunder voran, und später nachher auch mit den Worten. Wir lesen nochmal im Markus-Evangelium, Kapitel 16, da steht ja in Vers 17 am Anfang und 18 folgendes. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben. Und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wird es ihnen nicht schaden. Obwohl, was sie da getrunken haben, was man ihnen angeboten und angedreht hat, eigentlich zum Tode führen müsste. Der Gründer der Karmelmission, Hein Ricci, war mit einem Einheimischen dort zusammen unterwegs, einem ehemaligen Moslem, der sich bekehrt hatte. Und natürlich versuchten dann diese Volksbrüder, ihn umzubringen und gaben ihm tatsächlich Gift. Und er ist nicht gestorben. Da haben die sich natürlich gewundert.
Wir können ihn gar nicht umbringen. Und das ist genau das, was hier steht. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, weil sie auf der Seite des Erlösers stehen. Auf der Seite Jesu Christi. Und somit diese Schlange, die Paulus biss, konnte nicht den Tod verursachen, sondern ein sichtbares Zeugnis des Lebens kam zum Vorschein. Auch wir sollen die mitfolgenden Zeichen in unserem Leben erfahren und dadurch zeigen in unserer Umgebung, dass Gott real ist und dass er uns hilft und dass sie dann auch nach diesem Gott fragen. Der Apostel Petrus, der ja auch genau wie wir erstmal viel lernen musste, um sich dann ganz auf den Herrn zu verlassen, nicht? Er war ja doch sehr mutig. Er sagt, Herr, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dich niemals verleugnen. Ich bin standfest. Und der Herr sagt, hast du dir gut vorgenommen, aber es klappt nicht. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Du wirst sagen, du kennst mich gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Doch, doch, das war dann so. Aber er hat gelernt. Er hat gelernt und gesagt dann, dann will ich mich jetzt aber wirklich ganz auf meinen Erlöser verlassen. Und schrieb dann in seinem ersten Brief, Kapitel 3, ab Vers 13. Wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotz nicht und erschreckt nicht. Heiliget Gott den Herrn in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung. Jedermann, der Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Warum ist das so bei dir? Warum ist das so anders bei dir? Bezeuge das und sag ja, weil Jesus mein Herr ist. Weil Gott mein Vater ist, der für mich sorgt und für alle sorgen will, die sich auf seine Seite begeben. Natürlich wollte auch auf Malta der Teufel einen Sieg erringen. Wenn er schon nicht verhindern konnte, dass Paulus auf dem Wege nach Rom war, wohin ihn der Herr schickte, dann wollte er wenigstens unterwegs ihn noch umbringen, wenn's geht. Dass er gar nicht nach Rom käme und dort nicht das Evangelium ausbreiten dürfe. Wenn wir in der Versuchung und Anfechtung stark bleiben und Überwinder sind und immer auf Jesus schauen, und festhalten an seinem Wort, an seinen Verheißungen, an seiner Hand, dann wird immer der Feind in die Flucht geschlagen. Die Schlange konnte nichts ausrichten. Abgeschüttelt, weg, passiert gar nichts. Darum sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, auch in Gethsemane, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wacht und betet, bleibt bei mir. Soweit zu diesen Worten und wir werden in der nächsten Bibelstunde merken, dass das Frucht getragen hat, was dort passiert ist am Feuer. Er ist bestimmt ein Gott, denn er bleibt ja am Leben. Ihm kann nichts schaden. Möge der Herr schenken, dass auch in unserem Leben das immer so von uns gesagt werden kann, da muss Gott auf ihrer Seite sein.